Heute präsentiere ich euch den Swag Discord. Also Leute, wenn ihr noch nicht drauf ist, joint bitte rein. Link in der Beschreibung. Guten Abend Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch meinen Discord Server vor. Mein Swag Server heißt er ja. Und ja, so sieht der Ganze aus. Hier am Anfang willkommen. Kennt man, ne? Steht halt hier. Zahlen ist gerade auf dem Server geschlittert. Ich pack's nicht und so weiter, ne? Und wir haben eine Tradition. Wir müssen mit Pock reagieren, ja? Ihr seht hier, wir haben schon viele Male, wenn Leute gejoint sind, Pock, mit Pock reagiert. Und ja, das ist so Tradition. Das heißt, falls ihr auch joint, nicht vergessen, mit Pock zu reagieren, okay? Dann haben wir hier die Regals, ja? Sieht am Anfang auch recht nice aus. Kommt natürlich nicht von mir selber, sondern von, ich habe es hier von Herr Bergmann geklaut. Hier. Nur ein bisschen umdesignt, aber ich wurde quasi von ihnen inspiriert, okay? Also, genau. Ja, quasi auch hier ein bisschen kopiert mit Kick nicht den Tab. Sei kein Wank, kein Spam, beleidige nicht und so weiter, ne? Kein sinnlos erwähnen, ich lese alles. Grüße genau aus dem WLAN an der Stelle. Und ja, Ankündigungen. Hier poste ich, was demnächst so Großes ansteht, sage ich mal. Irgendwelche Projekte, neuer Server oder irgendein besonders Video, ein Event, irgendwas poste ich halt hier rein, wenn eine Ankündigung zu sehen ist, ja. Das heißt, wenn ihr früher Ankündigungen erfahren wollt, könnt ihr gerne Discord joinen, weil hier erfahrt ihr alles schneller und gibt auch ein paar Insider, dazu kommen wir gleich noch. Swag Attack, hier schreibt man über Swag Attack, genau, und ich hoffe auch, dass die Map hier auch demnächst bald kommt, beziehungsweise downloadable wird. Genau. Chat, das ist hier der Main-Chat. Hier schreibt, hier spammt euch WLAN eigentlich immer voll. Und ansonsten kann ja auch immer gerne jeder auch mitschreiben. Und ja, das ist halt der Main-Chat, was soll ich sagen? Ist halt Chat, ne? Videos. Hier gibt es jeden Tag Videos, also wird hier jeden Tag gepostet. Und Streams. Streams will ich eigentlich nicht, dass es hier gepostet wird. Aber ja, ich kann es auch nicht ändern, deswegen. Hier kommen die Videos. Das heißt, ihr werdet auch immer benachrichtigt, falls ein Video kommt. Streams. Ebenso, halt nur auf Twitch. Werbung. Hier könnt ihr alle eure Videos, die ihr mögt oder vielleicht von euch selber sogar, reinposten. Ich schaue mir tatsächlich auch viele davon an. Und ja, hier könnt ihr eure Werbung posten, Leute. Ja? Vorschläge. Hier könnt ihr mir vorschlagen, was ich generell einfach machen soll. Einfach Turlek und illegale IP bannen. Sehr gut, Turlek. Aber hier ein normaler Vorschlag mit dem Tierlist dran geben. Ja, okay, doch nicht ein normaler Vorschlag. Hier zum Beispiel Lieblingssong bei Steckbrief. Das war zum Beispiel ein Vorschlag. Habe ich natürlich nicht genommen. Nee, aber auf jeden Fall. Er ist halt nie im Vorschlag, ne? Wenn man das wisst. Memes. Klärt sich von alleine. Ja, postet halt Memes, ne? Und genau, das ist mein Top-Tier-Meme, was ich letztes auch gepostet habe. Ja? Also, ist gut. Steckbrief. Das ist auch ganz nice. Hier oben habt ihr die Vorlage ganz oben angepinnt. Name, Alter, Lieblingsfarbe, Lieblingszahl, Lieblings-Eat, Lieblingstier, Lieblingsfilm, Angst, Hobbys, Lieblings-YouTuber. Wie ich hier gefunden habe und Erfolge. Und Pietro schreibt mir gleich, ich antworte ihn gleich. Genau, Name Robert, Alter 18, fast 19, Blue, könnt ihr durchlesen alles. Hier haben auch viele auch tatsächlich auch geschrieben, was mich sehr freut. Umfrage. Hier werden Umfragen stattfinden, ja. Hier zum Beispiel Thema YouTube-Kacke, also Pepperwoods YouTube-Kacke. Ich werde auch demnächst wieder eine neue hochladen. Ich bin an einer dran. Hier könnt ihr abstimmen oder hier konnte man abstimmen, ob man das linke oder rechte Design fühlt. Eins für links, zwei für rechts. Und hier haben halt gut 30 Leute für zwei abgestimmt, was auch echt heftig ist. Genau. Geburtstage. Hier könnt ihr euch unten eintragen. Einfach reinschreiben, wann ihr Geburtstag habt. Und ich trage euch dann hier ein mit einem entsprechenden Emoji dahinter. Damit es ein bisschen fresher aussieht. So Januar bis Dezember alles. Bad Wars Challenges könnt ihr mir hier ebenfalls reinschreiben. Ist zwar schon gut was da, aber ich könnte immer welche gebrauchen, ne? Und ja. Count, das ist auch einer meiner Lieblingschannels. Hier countet man von 1 bis unendlich. Und ja, wir sind gerade bei 3143, also können wir hier direkt mal wieder was posten. Und so geht es halt immer weiter. Man darf aber nicht mehrmals hintereinander schreiben, das heißt. Ja, immer halt jeweils einmal, immer, ne? Dann einmal Count-Verwarnung.
Bei dreimal Verwarnungen beim Count-Channel fliegst du raus. Das, also nicht rausfliegen, sondern wirst von dem Channel gemutet. Und hier kommen halt die Apes, die halt trollen mit 69, 420 und... genau, WLAN hat hier einfach reingeschrieben, darf man natürlich auch nicht. Außer du postest halt eine Zahl davor. Hier illegal hat zum Beispiel eine Zahl verkackt. Das ist natürlich auch eine Verwarnung, ne? Und bei drei Stück bist du halt für ein paar Wochen gemutet, ne? TSS, das ist unser Server für CJ, Pedro, Kaito, ne? Und mir. Also nichts für euch. Und die Teaser habe ich heute auch gepostet. Ich sitze an einer neuen Pepperwood-Kacke, wie ihr gesehen, wie ihr sehen könnt. Und ja, das ist auf jeden Fall mit den Channels. Hier unten haben wir noch Sprachkanäle. Talk 1, 2, 3, 4, 5 ist halt, falls ihr euch treffen wollt, hier talken. Warteraum ist zum Warten, falls ich irgendwie einen Robby-Sarg mache. Kommen wir auch zum nächsten Punkt. Hier ist auch ein Robby-Sarg. Irgendwann werde ich das wieder wahrscheinlich machen. Taco-Channel ist ein Insider geworden. Und TSS talk ich immer mit Pietro, CJ und den Boys halt, ne? Genau. Dann kommen wir zu den Emojis. Das sind die Emojis, die wir haben. Größtenteils auch Twitch-Emotes. Einmal Yep, Weird Champ, so ein Weapon-Ding. Irgend so ein Superman. Und ja, könnt ihr euch ja selber angucken, ne? Finde ich eigentlich recht geil. Wir haben auch alle Plätze aufgefüllt. Und ich finde es auch geil, dass man so Twitch-Emotes generell auf Discord-Servern hat. Weil das ist, da kann man irgendwie gut damit arbeiten, ne? Und natürlich auch ein paar Insider wie Fact, Bre. Oder hier Snoop Dogg. Ne? Ease. Ja, so halt, ne? Dann haben wir Ränge. Ränge-Rolle halt. Owner, das bin natürlich obviously ich. Ich habe ja den Server erstellt. TSS sind zurzeit CJ, Kaito, ich und Pietro. Ne? Das ist TSS. Aber Ehrenmann, das sind einfach so Ehrenmann-Rang. Ne? Also Ehrenmann halt. Reich ist auch zum Verbinden, zu verbinden mit dem Mitgliedrang auf YouTube. Das heißt, ich glaube bei Tier 2 kriegt man, glaube ich, den Rang hier. Wenn ich mich nicht täusche. Twitch-Subscriber kriegt ihr automatisch, wenn ihr auf Twitch subscribed seid. Voraussetzung natürlich, dass ihr Twitch mit Discord verknüpft habt, damit auch Twitch checkt, dass ihr den Kanal habt und so. Mitglied muss ich manuell adden. Genau, hier mit YouTube-Mitglieder halt. Bre hat nur einer. Der Bre-Rang hat Yoshi. Ja? Weil Yoshi hat Bre erfunden und das ist einfach was. Meme-Lord hat zurzeit auch einer. Einer nur. Und das ist Törlik. Grüße gehen raus, Törlik, Meme-Lord. Stravinsky, ja, letzte Zeit aber war ein bisschen inaktiv, fühle ich nicht. Und Zeigefinger auf W, natürlich, wer kennt's? Natürlich. Bario mit seinem Zeigefinger auf W. Ja, ne? Und genau, Leute, das soll's dann auch mit dem Video gewesen sein. Joint gerne auf uns Discord-Server rauf. Und falls ihr hier noch Vorschläge habt, welche Channels man doch noch adden könnte, schreibt's gerne in die Kommentare. Würde ich mich da sehr freuen. Und genau. Ja, falls ihr Bock auf den Discord-Server habt, schaut drauf. Danke fürs Zuschauen, Leute. Also, wir sehen uns mal wieder. Und see ya.